Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Arena Folge hier auf Viper Games for You. Ich bin Suivo und es steht 6:2 mit unserem Paladin Deck. Nachdem wir jetzt vier Siege müssten es in Folge gewesen sein, vier oder fünf gemacht haben. Mal schauen, ob wir da noch ein bisschen weiterkommen. Gegen einen Schurken, den Kotti. Schauen wir mal. Ich denke, wir tun das Kings weg. Die beiden behalten wir mal. Wir haben ja nicht so viele kleine Drops. Und solange wir die Münze haben, ist es, denke ich, okay, die jetzt zu behalten. Mal schauen, ob ich damit richtig liege. Einfach abgeben, keinen Eindrop spielen. Eindrops sind eklig. Vielen Dank dafür. So, wir können nächste Runde auf jeden Fall anfangen mit drei Drops. Ich weiß nur noch nicht genau welchen. Es kommt ein bisschen drauf an, was er spielt. Spielt den Dagger? Dann spielen wir, denke ich, den Akolyten. Jetzt kommst du natürlich. Ich meine, gut, macht jetzt nichts, weil er eh gedaggert hat. Aber ein bisschen blöd ist es trotzdem. Eventuell spielen wir den mit dem zusammen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass er auf 2 hochgebracht wird. Oh, ich glaube, wir müssen den jetzt schon... Ah, ne, wir können den hier spielen und traden einfach. Das ist eine gute Idee. Traden wir da einfach. Zack. Nächste Runde können wir zur Not den True Silver spielen. Wenn wir was kaputt machen müssen. Und er kann halt jetzt nichts spielen, womit wir Karten ziehen können. Ah, silenced, okay. Alles klar. Da können wir eigentlich ganz gut mitleben. Denke ich, alles in allem. Oh. Ich denke, Kings ist fast cooler. In dem Fall, als den True Silver. Mal schauen, was er jetzt vorhat. Noch ein Silence? Ah, oh mein Gott, er kriegt ein Attentat. Wie gut ist das denn? Sehr schön, dann spielen wir den hier und buffen den. Genau wie vorhin schon mal geplant. Auch wenn es jetzt natürlich eine Runde später war. Aber die sind trotzdem sehr, sehr stark zusammen. Mal gucken, ob er einen Backstab oder sowas hat. Hat er. War irgendwo ja klar. Das haben die ja immer. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir keinen richtigen... Das ist ein bisschen... Naja. Wie machen wir das? Wir können das hier und das hier machen. Müssen wir beide reinjagen, das gefällt mir nicht. Deswegen spielen wir einfach den und den und machen das da. Das gefällt mir besser. Weil wir dann nächste Runde eventuell ihn hier spielen können und wenn was was richtiges, Gutes auf dem Feld liegen bleibt, sich das lohnen kann. Und zur Not können wir dann immer noch mit der Waffe den Yeti vernichten. Je nachdem, was sich ergibt. Black Knight ist halt auch super, falls er doch noch einen Spotter hat. In der Arena ist das ja oft mal der Fall. Auch bei einem Schurken. Deadly Poison. Bitte kein Blade Flurry. Oh man, wer Blade Flurry eklig. Oh, kein Blade Flurry. Alles nur das nicht. Es hieß. Okay, er kann zumindest kein Blade Flurry spielen. Und er macht den Spell Damage weg. Das ist super gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oh, bitte nicht töten. Scheiße. Ich habe keine Möglichkeit, den Sea Giant zu töten. Warum er das jetzt spielt, weiß ich nicht. Okay. Okay, machen wir das. Wir könnten den Sea Giant kopieren. Gefällt mir aber nicht. Ich denke, wir müssen das so machen, dass wir die erstmal aus dem Weg räumen hier.
Und dann nächste Runde können wir immer noch den Z-Giant kopieren, wenn es sein muss. Mal gucken, was sich ergibt. Tyrion wäre gut. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Bitte trifft keinen von beiden. Oder hab einfach irgendwie ein Assassinate in der Hand gerade. Das ist gut für uns, dass er damit die Waffe benutzen muss. Okay. Holy shit, nee. Okay, wollen wir eine Karte ziehen? Ich denke ja. Ich hoffe, dass dich meine Erfindung gefällt. Okay. Für die Gerechtigkeit. Das wird so eng. Das wird so eng. Wenn er noch viel mehr Damage hat, haben wir Probleme. Dann sind wir tot. Wir sind aktuell auf 5 HP. 5 HP. 5 HP. 5 HP. Ist das wohl ein Assassinate, was er in der Hand hatte? Wie ich erwartet hatte. Okay, das heißt, wir müssen nächste Runde einen Spotter kriegen oder wir müssen den Sea Giant töten. I don't know. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie wir den kaputt kriegen sollen. Der müsste dem jetzt schon Spott geben, damit wir den nicht. Damit wir ihn nicht. Also einfach kaputt kriegen können, damit wir jetzt hier keine Probleme haben. Tyrion wäre gut. Immer noch. Oh mein Gott, da ist er. Oh man, da ist er, der Tyrion. Wenn ich Glück habe, muss er mit der Waffe das Schild brocken, muss mit dem 8-8er reinrennen, dann ist der 8-8er nur noch 8-2 stark. Und ich kann dann mit dem 7er den 1-1er hochbuffen. Ach mein Gott, der hat fucking Black Knight gezogen. Der hat aber auch ein Top-Deck nach dem anderen. Naja gut, da haben wir die Runde wohl verloren. Ja, jetzt hier rummachen brauchst du auch nicht mehr, kann ich auch aufgeben. Sowas hasse ich ja, wenn dann einer nicht fertig wird. Ah, denn ein Kack Black Knight. In dem Moment zieht er ihn auch noch. Hätte er ihn nicht gezogen, hätte er, denke ich, eventuell das Spiel sogar noch verloren. Das war eine knappe Geschichte. Aber ich bin mit 6 Siegen nach dem Anfang noch zufrieden und in Ordnung. Karte braucht natürlich wieder niemand. Bisschen Gold gibt es trotz allem. Gucken wir noch ins Päckchen. Wir da zwei Rares, brauchen wir beide nicht, schade. Mal ein bisschen Staub, immerhin. Dann kaufen wir noch die neue Arena-Runde, logischerweise. Und diesmal Paladin, Schurke und Krieger. Paladin haben wir ja eben gespielt, Krieger haben wir auch erst letztes gespielt. Ich denke, ich würde Schurke spielen. Ich bin aber wie immer auf eure Votes gespannt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.